Sie haben es wieder getan. Sie waren auf dem Mond. Naja, auf jeden Fall lässt man euch das erneut glauben. Es ist wichtig, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. Und umso mehr du Zugang zu deinem Innersten erlangst, umso mehr spürst du auch Lügen oder auch Wahrheiten. Aber allein bei dem Anblick der so peinlichen Bilder, die man den Menschen erneut medial präsentiert, muss ich davon ausgehen, dass man die Menschheit nach wie vor für völlig dumm hält oder die Lügen sind so offensichtlich geworden, dass ihr sie sehen und erkennen sollt. Es gibt da sehr viele Menschen, die sich die Mühe gemacht haben, in diesen Zeiten die aktuellen Bilder auch der NASA und allen offiziellen Stellen, die gedruckt werden, auseinanderzunehmen, sprichwörtlich sich im Einzelnen anzuschauen. Daher möchte ich das jetzt nicht komplett erneut wiederholen, aber ich möchte euch einen Link hier drunter geben unter dem Video und euch einen Kanal empfehlen, den ihr euch auf jeden Fall einmal näher in Ruhe anschauen solltet. Hier gibt es Informationen nicht nur zu dieser angeblichen neuen Mondlandung, sondern auch zu ganz vielen anderen Themen, die ich auch in der Vergangenheit schon angerissen habe. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einem guten Kanal, der euch helfen kann bei der Wahrheitsfindung und beim Recherchieren auch zum Vergrößern, Vertiefen eures Bewusstseins, dann solltet ihr euch auf jeden Fall einmal den Kanal von Kai Brenner anschauen und definitiv auch dieses Video, was ich euch hier unten verlinke. Also, lasst euch nicht an der Nase herumführen und fangt an, eure eigenen Recherchen zu machen. Und so werdet ihr nicht mehr von ihnen manipuliert. Denn das genau ist das größte Problem, welches wir als Menschheit hier weltweit haben. Dass immer noch nicht die Manipulation erkannt wird, die von diesen großen dunklen Mächten leider ausgeht.